So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier das neue Ghost Force Magazin, oder warte mal, genauer gesagt, Zack Heroes Ghost Force Magazin. Die Nummer 5 kostet in Deutschland 4,99 Euro mit dabei. Schaut euch diesen Knaller hier an. Das Ding hier ist, ja, der Geisterblaster. Habt ihr schon mal so einen coolen Scheiß gesehen? Das ist der Hammer und ich meine das echt im positivsten Sinne. Das ist ja eine Wahnsinnsknarre, ne? Ihr wisst, ich hab's eigentlich nicht so mit Waffen, aber um Geister loszukriegen, benutzt du halt ganz einfach alles, ne? Aber das Ding sieht ja einfach nur hammermäßig aus. Mal schauen, ob es was taugt, ob es einen Wert hat oder ob es mir gleich zwischen den Fingern zerbricht, ne? Aber als erstes werfen wir selbstverständlich wie immer einen Blick ins Magazin. Einfach ein paar Seiten anschauen. Wir haben hier 36 Seiten knallevoll gefüllt mit neuen Abenteuern unserer Geisterjäger. Wir haben hier geistreiche Rätsel mit drin, wir haben Heldenposter mit drin, wir können uns sogar eine eigene Schießbude basteln, der Wahnsinn. Und wir haben hier ein 10-seitiges Comic, und zwar in Form einer Fotostory. Jellystary greift an. Guckt euch das Viech an, ne? Eine komplett durchgeknallte Zitrone oder was zur Hölle ist das? Wahnsinn, super, sieht schon mal wieder krass aus. Tolle, bunte Neonfarben. Ja, hier, willkommen, mach dich bereit für maximale Geisterpower. Volle Leistung, hier geht's schon los. Mit Bu-Energie der Ghost Force, hier geht's mit einem Sudoku los. Dann haben wir hier natürlich wieder eine gruselige Geisterkarte mit dabei. Das Geisterlexikon, ein Spiel, ihr könnt malen und Lösungen findet ihr auch immer in diesem Magazin. Hier haben wir unser zielsicheres Geisterblaster. Dein Extra ist diesmal ein Geisterblaster mit 3 Pfeilen. Und für deine Zielübungen kannst du dir dazu eine tolle Schießbude basteln. Mal gucken, braucht man einen Karton? Ich weiß gar nicht, ob ich einen in der Größe da habe, aber wir gucken mal, dann werde ich das hier definitiv basteln. Hier steht auch eine Anleitung, wie ihr das machen könnt. Das ist ganz einfach. Ihr braucht es nur aus dem Heft lösen und auf dem Karton kleben und ihr müsst hier die Löcher ausschneiden, dann könnt ihr versuchen durchzuschießen. Falls ihr euer Heft nicht kaputt machen wollt, holt es zweimal oder kopiert es ganz einfach raus, ne? Ganz einfach, ganz easy. So, dann kommen wir hier mal zur Vorstellung. Das ist die Ghost Force, haben wir zwar schon im letzten Video angeschaut, aber hier nochmal ganz kurz zu den Helden. Mit vereinten Kräften kämpft das Team Ghost Force in New York gegen Chaos verbreitende Geister. Hier lernst du die Helden kennen. So, grün Andy Baker ist Fury. Pink Liv Baker ist Mist. Blau Mike Collins ist Crush. Und gelb der Buddybot Globo. Sehr cool. Um die geht's und natürlich um die Geister. Hier haben wir schon Mist Jones Geisterlexikon. Sie ist halt die absolute Gespensterexpertin und versorgt die Ghost Force mit Ausrüstung und allen wichtigen Infos. Ja, wir haben hier Jellystary normal und als fiesen Wackelpudding mit Booster. Das ist ja krass. Hier lernt ihr auch was über die Kräfte und Fähigkeiten. Und wir kommen hier auch schon zum Comic. Eine Fotostory, selbstverständlich. Opa, Hund mit Riesennase, so geht's los und so geht's weiter, ne? Schon aktiv, unsere kleine giftige Zitrone, die natürlich keine Zitrone ist. Großartig. Aber hier seht ihr schon mal, wie das Comic hier gestaltet wurde. Es sind Bilder aus der Episode, haben sie schön gemacht, entsprechend mit Sprechblasen. Dann gehen wir hier mal weiter zur Heftmitte und zwar zu den Postern. Wir haben hier einmal Mist in Pink. Das sieht super aus, tolles Poster für die Wand. Oder ihr habt die Wahl und nehmt hier ganz einfach Fury. Also die Farben sind schon wirklich absolut bombig, super. Also das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. So, und ihr seht hier auch gleich die Zielscheibe, ja, für eure Schießbude. Ihr seht schon, es sind 3 unterschiedliche Löcher, wo ihr durchzielen könnt. Hier unsere 3 Charaktere, Mist, Fury und Crush. Und das ist sehr herausfordernd. Ihr seht schon, die größte Scheibe, einfach das hier rausschneiden, wäre Fury.
Da gibt es 25 Punkte, 50 Punkte gibt es hier für Crush, ist schon ein bisschen kleiner. Und Mist, da kriegt ihr 100 Punkte, das ist der Kracher. Einfach aus dem Heft lösen und auf den Karton kleben. Ja, ich kann es nicht machen. Wäre das ganze Ding in DIN A4, dann hätte ich es jetzt auf den Karton kleben können, aber das ist leider Gottes zu groß. Na, ihr seht, da guckt die Hälfte raus. Na, ich kriege die Ziele, die Löcher hier gar nicht rein. Aber ist nicht schlimm, ihr könnt es machen. Wenn ihr einen größeren Karton zu habt, einen passenden Karton, DIN A3, dann könnt ihr das optimal draufkleben oder einfach rauskopieren auf den Karton, auf die Größe entsprechend, die Dinger hier freischneiden und dann habt ihr wirklich eine Weltklasse-Zielscheibe. Sieht absolut klasse aus. Sehr, sehr cool. Wir blättern weiter. Einfach, um euch nochmal zwei Seiten zu zeigen. Wir haben hier Rätsel reingeseppt. Dann gibt es hier ein Labyrinth und ihr müsst hier Fehler suchen. Ne? Solche Geschichten findet ihr hier. Natürlich auch Ausmalbilder. Wir blättern aber nochmal eine Seite weiter. Schaut euch das an. Und hier ist dann auch noch ein Spiel. Durch den Sturm ist für zwei Spieler. Ihr braucht zwei Spielfiguren, ein Würfel. Hier sind die Spielregeln. Ein absolut krasses Spielfeld. Sehr gut. So, dann schauen wir hier auf die letzten zwei Seiten. Und hier finden wir die Geisterkarte auf den letzten zwei Seiten. Sind natürlich zum Sammeln, könnt ihr euch ausschneiden und in den Ordner heften. Wir haben hier Spong im normalen Modus. So schaut er aus. Und wenn wir das Ganze umblättern, nachdem wir die Infos hier gelesen haben, kommen wir hier auch noch auf den Booster-Modus mit der Mülltonne. Es ist großartig, oder? Trashotic. Ja, stammt aus der Mülltonne, Kräfte Normalmodus, üble Gerüche verursachen. Booster, stinkende, schleimige Müllsäcke verschießen. Ah, Leute, es ist großartig, ne? Also da wird es einem echt nicht langweilig. Ja, super. Leute, das zum Magazin. Wie schon gesagt, 36 Seiten inklusive Umschlagseiten. Spaß und bunte Farben pur. Anders kannst du es hier gar nicht sagen. Und jetzt schauen wir uns natürlich den Geisterblaster an. Das sieht so dermaßen gut aus. Das ist echt der Hammer. So, habe ich hier in Blau. Ich weiß gar nicht, ob es ihn auch in den anderen Farben gibt. Ich habe keine Ahnung. Gibt es auch noch in Pink und in Grün, dass jeder der Helden quasi eine der Waffen hier nehmen kann? Ich kann es euch nicht sagen. Schon mal alles hier raus. Drei Darts, drei Pfeile auch noch mit am Start. Die sind, wie man es kennt, aus so einem ganz weichen Schaumstoff. Und vorne ist so eine kleine, ja, Gumminoppe dran, ja, damit sich niemand hier wehtut. Ja, die Pfeile kennt man. So, und hier haben wir dieses Teil hier. Ein Hammer Geisterblaster. Nur damit ihr es mal seht, dieses Ding hier ist halt einfach mal, ja, knapp 31 cm lang. Ja, wie cool ist das denn, Mann? Also absolut schick in Schwarz mit Blau, wie halt Crush. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mit den anderen Farben gesehen habt. Passend zu Mist oder Fury wurde hier auf der Seite ganz leicht verschraubt. Geht aber, auf dieser Seite seht ihr keine Schraube. Ist natürlich schick mit diesen blauen Punkten hier und Streifen und auch hier der Auslöser ist blau. Also sehr, sehr, sehr cool. Das Ding gefällt mir richtig gut. Mal schauen, ob es auch funktioniert. Also das liegt richtig gut in der Hand. Ne? So könnt ihr das Ding hier bedienen und auch laden. Wenn ihr das hier vorne nach hinten zieht, dann spannt sich hier eine Feder. Okay? Dann können wir hier vorne ein so ein Dart hier einfach reinstecken und entsprechend schießen. Ich schieße mal gegen meine Hand und ja, das zieht schon ordentlich durch. Tut aber nicht weh. Das ist ja das Wichtigste. Ne? So könnt ihr ballern und dann wieder zack nach hinten ziehen. Ist geladen und der nächste Schuss zack, so sieht's aus. Also super cool. Gefällt mir wirklich gut. Die Feder, kann man nicht sagen, wie lange sowas hält, aber es macht einen guten Eindruck. Ihr dürft es natürlich nicht durch die Gegend schmeißen, dafür ist auch nicht gedacht. Es ist hohl, es ist nicht massiv, ja, aber ich finde es, also es gefällt mir richtig, richtig gut. Falls ihr damit nicht schießen wollt, ganz einfach, nehmt ein Poster,
egal aus welchem Magazin, macht euch die Seite an die Wand, die euch am besten gefällt, vollkommen egal. Und dann macht die Waffe mit dran. Einfach so schräg mit ins Bild, sieht super klasse aus. Ja, das erzähle ich in jedem Video und es sieht immer wieder gut aus. Gerade wenn es Waffen sind und ihr da nicht viel mit anfangen könnt. Für das ist es allemal gut. Ne? Hier auf die Seite passt es auch super gut. Hier war natürlich Crush optimal gewesen. Ne? Ein Bild von Crush. Oder wenn ihr die Zielscheiben nicht braucht, könnt ihr auch an die Wand machen. Überhaupt kein Problem. Und den Blaster irgendwie so schräg mit an die Wand. Hier guckt auch Crush mit ins Bild. Super cool, auf jeden Fall. Und ihr habt, wie schon gesagt, drei Darts. Ich schieße hier mal ganz kurz in die Ferne, wie weit das Ding hier tatsächlich fliegt. So, ich habe die Perspektive gewechselt. Das sieht so cool aus, wenn ihr das Ding so haltet, ja. Geladen ist es. Ich drücke ab. Lasst uns schauen, wie weit geht der Dart hier in die Ferne. Und wow, also er geht locker bei mir bis an die Wand. Also das sind 2,5 Meter. Locker. Gleich wieder laden. Neuer Dart. Und nochmal schießen. Achtung, 3, 2, 1 und super. Absolut super. Das Ding hat ordentlich Pfiff. Also das macht wirklich Spaß. Aber aufpassen, das ist halt doch schon ein bisschen empfindlich, ne? Weil halt wirklich alles hohl. Aber rein optisch sieht es echt gut aus. Gefällt mir. Ist mal was anderes, wie ich finde, ne? Zumindest rein optisch gesehen. Also, das neue Zack Heroes Ghost Force. Dieses Mal mit Geisterblaster. Sehr cool. Was die Form hier angeht, inklusive drei Darts, die wir hier mitkriegen. Ich finde es eine coole Ausgabe. Wem die Ghost Force gefallen, kann hier überhaupt nichts falsch machen. Coole Poster mit dabei, Zielscheibe, alles, was das Herz begehrt. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Ausgabe. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, winke, winke, euer Ruppi. Yay!